Eigentlich ganz einfach, Anne. Deine Sachen räumst du auf. Wir haben nur wirklich im Moment genug zu tun. Sagst du lieben Gruß? Ist ja gut, ich hab's verstanden, Mama. Maul doch nicht so rum, das macht Falten. Und? Was macht ihr beiden Zicken heute noch? Nix, DVD gucken, chatten. Aber ihr seid spätestens um Mitternacht im Bett. Mitternacht ins Bett, ja, ja. Okay. Geh zum Fenster, ich wink dir zu. Nacht, Mama. Nacht, Süße, schlaf schön. Und sag einen lieben Gruß an Marlene und ihren Vater, ja? Mach ich. Und lieb einen Gruß vom Papa. Entschuldigung, ich bin voller Presse. Nachher ein kleines Interview, gibt's was Neues schon? Interview können wir nachher machen, auf jeden Fall. Okay. Aber jetzt erstmal hier runter und dich dann abschütteln. Also weiter zurück. Gibt's schon irgendwelche Details? Gibt's schon was? Weiß man schon was? Moin, Pöschel. Frau König, du hier und ich im Büro? Ruhig ganz auf. Das ist ja noch ein Kind. Ist das heute Mittag passiert? Da hast du vorher gesagt, oder? Okay, gut. Leute, hier gibt's nichts zu sehen. Komm, geht einfach mal. Hey. Einfach nur mal weiter zurück vom Absperrband. Alles klar, weiter zurück, bitte. Geht auch für Sie, ja? Das ist hier kein Zuschauersport. Ich hab gehört, hier ist ein Unterschied zum Nachtzug fahren und sowas alles. Ah, der macht einen Stress, wa? Kleiner Wichtigtour ist halt. Was ist denn da passiert? Ist da jemand gestorben? Mädel. Wird eine von den Partykids gewesen sein, die immer ihre Partys hier feiern. Koma saufen und so. Oh Gott. Und wenn die ihre Boxen aufdrehen, jagen die mir die ganzen Fische weg. Sie wurde nicht bewegt? Ich hab sie nur so angeschaut. Gerichtsmedizin ist noch auf dem Weg. Aber ich tippe mal ganz klar auf Überdosis. Ja, aber nicht hier. Hä? Na, sie hatte so Glassplitter vom Boden im Gesicht, aber ohne Blut. Das heißt, sie war schon tot, als sie hier abgelegt wurde. Das habe ich mir auch schon gedacht. Hey, 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 hey.
König. LKA. Bukow, Kripo, FK1. Ich weiß. Willkommen in Rostock. So ein bisschen Frühsport tut doch gut, ne? Sag bloß nicht, dass das der Neue da, der... Dein neuer Chef ist doch. Habt ihr euch noch nicht vorgestellt? Ich will uns eine Vermisstenmeldung aus Ebersagen hier. Passt zu dem Mädchen. Ich habe die Eltern mal hierher kommen lassen. Wieso hierher? Zwei Mädchen werden vermisst. Beide waren heute Morgen nicht in ihren Betten. Aber wir haben nur eine Leiche. Der Kindermörder sind Verwandte? 90. Gilt aber nicht für 13-Jährige, die nachts allein unterwegs sind. Ach so, Herr Röder hat eine Sonderkommission einberufen. Punkt 11 im Büro, Frau König. Hat er das? Herr Röder? Ja? Ich fürchte, Sie müssen ohne mich auskommen. Quatsch, Frau König. Wir brauchen Sie. Was haben Sie denn? Es ist nicht so einfach. Dann versuchen Sie es. Es geht um Kriminalhauptkommissar Bukow. Ich habe von Berlin den Auftrag, ihn zu beobachten. Interne Ermittlungen gegen Sascha. Ja, es ist irgendeine Geschichte in Berlin. Viel weiß ich noch nicht. Dann hat Ihnen doch Berlin sicher gesagt, dass ich Herrn Bukow schon lange kenne. Ja, deswegen riskiere ich jetzt auch gerade einiges. Da werden viele Sachen erzählt, die nicht wahr sind, Frau König. Herr Bukow ist ein guter Polizist. Aber trotzdem kann ich ja nicht gleichzeitig mit ihm ermitteln. Dann muss Ihre Schnüffelei leider warten. Wir haben den Mordfall aufzuklären. Vorläufiger Bericht und Blutuntersuchung kam gerade als Express von der Rechtsmedizin. Super, danke dir, Paula. Petra. Petra. Oh Mensch. Petra. Petra, 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 Petra. Ich darf euch Kriminalhauptkommissar Alexander Bukow vorstellen. Seit heute ja am Steuer vom Fachkommissariat 1. Nach 17 Jahren endlich wieder in seiner Heimat. Berlin war ihm wohl ein bisschen zu ruhig, also seid nett zu ihm. Guten Morgen. Moin. Wow. Moin, Volker Tiesler, Rauschgift. Alexander. Ja, Leute, ich will nicht lang rumquatschen. Die Uhr tickt, wir müssen gleich raus. Das Opfer heißt Anne Böhm, ist aus Ebershagen und wäre in zwei Wochen 14 Jahre alt geworden. Ihre beste Freundin heißt Marlene Scholz, sieht so aus und ist seit heute Nacht vermisst. Na denn los. Ja, und genau deshalb hat die Kollegin vom Landeskriminalamt den langen Weg über den Hof zu uns genommen, damit hier jemand mal sein Hirn einsetzt und nicht nur die Füße. Ja. Das Mädchen ist an einem Herzstillstand nach einer Überdosis gestorben. Vermutlich ein Cocktail aus Crystal. Und interessanterweise
Gamma-Hydroxybutyrat. Oder auch K.O.-Tropfen. Macht man normalerweise aus Felgenreiniger. Hm, lecker. Vergewaltigungsdroge. Anne hatte kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr. Todeszeitpunkt schätzt der Gerichtsmediziner auf ca. 0.30 Uhr. Herr Bukow? Herr Bukow? Hey! Entschuldigen Sie, Herr Bukow, wollen Sie jetzt schon los? Ja. Ich habe mir viel Mühe gegeben, alle Daten und Fakten aus den Berichten der Rechtsmedizin und Spurensicherung sowie meine eigenen Beobachtungen verständlich und übersichtlich zusammenzufassen. Und ich denke, es wäre zumindest höflich, wenn nicht sogar vorteilhaft, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, um mir zuzuhören. Meinen Sie nicht? Entschuldigung, Frau König, aber ich dachte, das steht hier alles drin. Meine Sportlehrerin hat genauso mit mir gesprochen. Sie scheint Ihnen nicht besonders viel vermittelt zu haben. Also, wo war ich? Annes Oberteil war aufgerissen und auf der Brust sind flächige Hämatome. Herzmassage. Meine Vermutung, der Täter hat ihr die K.O.-Tropfen gegeben und sie dann vergewaltigt, nur dann ist sie gestorben. Er hat panisch reagiert, er konnte sie nicht wiederbeleben und hat sie dann schnell beseitigt. Allerdings wusste er, wo er nachts unbeobachtet schnelle Leiche entsorgen kann. Das heißt, er hat wahrscheinlich einen Ankerpunkt in der Umgebung. Was mit dem Sportsfreund am Fundort? Muss nichts heißen. Ist aber gut möglich. Kann sein, dass er wissen wollte, was wir gerade tun. Das zweite Mädchen, ist sie auf der Flucht, weil sie involviert ist? Unwahrscheinlich. Die meisten jugendlichen Täter, vor allem Mädchen, schicken ihren Verwandten oder Freunden irgendeine Nachricht, meist per SMS. Also wir sollten davon ausgehen, dass Marlene in der Gewalt des Täters ist. Ich möchte nicht ihr Vater sein. Ich kann doch nicht gerade mal so eben beim Baumarkt vorbei, wenn wir den schwersten Mordfall seit 1992. Was? Ja, dann machen wir am Wochenende einen schönen Familienausflug, gehen dann eben gleich ins Bettenhaus und testen die Betten durch. Ja, schon gut, war ja nur ein Scherz. Grüß die Jungs von mir. Tschüss. Sascha! Rolf! Das gibt das nicht. Alter, du bist richtig groß geworden, Mann. Ja. Komm hier. Machen die Geschäfte? Was am Laufen? Ja, aber nicht, was du denkst. Oh, verfolgen Sie mich? Ich war's nicht. Ist das eine Bullin? Mhm. Sie kennen sich hier aus? Da oben im 9. Stock bin ich aufgewachsen. Dostojewski-Straße 7. War ein russischer Schriftsteller. Aber die ist bestimmt wegen dem toten Mädchen hier. Auf Anne. Ja. Tut mir leid, ich würde wirklich gern helfen, aber ich rede grundsätzlich nicht mit der Polizei. Ist ein Prinzip von mir. Aber was meinst du? Was, der Vater? Nee. Die neuen Dealer waren das bestimmt, die Russen. Ja. Hab ich doch gleich gewusst. Und? Kennen Sie sie? Diese Russen? Mit dir rede ich nicht. Gehen Sie zu den Nachbarn bitte und befragen Sie sie. Wie bitte? Zeugenaussagen von allen mit Namen und Adressen. Wer kannte die Mädchen? Also ich habe jetzt überhaupt keine. Mein Gott, jetzt gehen Sie einfach. Wow, oh, wow, oh, oh, Sascha. Alexander, Rolf. Alexander. Alexander. Welche Russen? Oh, keine Ahnung. Die haben hier alles übernommen in letzter Zeit. Erst nehmen sie uns die Jobs weg, denn die Frauen und jetzt auch noch das Drogengeschäft. Oh, echt? Ist ja scheiße. Kennst du den? Stolpert so ein Besoffener nachts über den Parkplatz von der Bar, ne? Ja. Und tatscht überall so auf die Autodächer drauf. Ja. Meint einer, was machen Sie denn da? Sagt er, ich suche mein Auto. Ja, wieso die Dächer? Die sind doch sowieso alle gleich. Nee, auf meinen ist ein Blaulicht oben drauf. Das ist zu viel für Sie. Ich bin jetzt auch bei dem Verein. Ja. 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 Kriminalhauptkommissar Bukow. Nee, ne? Doch. Also, wenn du was hörst, sag Bescheid. Schön, dich zu sehen, Alter. Pass auf dich auf. Sascha, warte. Alexander. Ich brauche Arbeit.
Kannst du nicht mal bei euch da gucken, ob da... Ich werde alles machen, ehrlich. Bitte. Anna einen Freund? War sie schon sexuell aktiv? Haben Sie da vielleicht mal drüber? Sie war erst 13. Sagen Sie doch was. Ich bin noch nicht behindert. In letzter Zeit eventuell etwas von einem Freund erzählt oder von einem Mitschüler geschwärmt? Hatte sie einen Lieblingslehrer? Herr Böhm? Anna war wunderschön und sehr beliebt. War sie gestern Abend vielleicht mit jemandem unterwegs? Sie war bei Marlene. Oh. Wollten die beiden ausgehen? Tanzen vielleicht? Sie ging ja noch gar nicht auf Partys. Das haben wir gar nicht erlaubt. Sie wollte das aber auch gar nicht. Gegen 23:30 habe ich mit ihr telefoniert. Ich habe sie noch gesehen. Sie stand da bei Marlene im Schlafzimmer. Aha. Das haben wir immer so gemacht, von klein auf. Wenn sie da übernachtet hat, dann hat sie immer gewunken. Und waren die Mädchen alleine da? Niemals Vater war auch da. Anna war nicht hier. Wie jetzt? Marlene hat nur mit ihr telefoniert. Wann? Wie viel Uhr? Genau. Stundenlang wie immer. In ihrem Zimmer. Kann das sein, dass Anna hier war und sie das aber gar nicht bemerkt haben? Herr Scholz, war Anne hier? Nein! Und als Marlene aus ihrem Zimmer kam? Dann hat sie noch 5 Minuten mit mir in der Talkshow geguckt. Dann war sie müde, wollte schlafen gehen, ich auch. Und haben Sie später vielleicht was gehört? Tür, vielleicht ist Marlene auf Toilette gegangen. Oder ihre Stimme, hat sie telefoniert? Scheiße, ich kann hier nicht rausgehen, sie suchen. Ich meine, sie kann doch mitkommen. Hunderte von Beamten suchen ihre Tochter und wir werden sie auch finden. Okay, setzen Sie sich bitte wieder hin. Setzen Sie sich einfach wieder hin. Wer war denn in der Talkshow? Wegen der Uhrzeit. Zwei Fußballer von Hansa, die haben über ihre Frauen gesprochen. Marlene war total scharf auf den Stürmer. War. Ja. Es ist jetzt nicht mehr, seit er geheiratet hat. Sie können gut mit Ihrer Tochter reden? Schön. Ist ja nicht gerade selbstverständlich in dem Alter, ne?
Wir haben eine Menge zusammen durch. Ihre Mutter ist vor 6 Jahren ertrunken. Ich bin Mama, Papa, großer Bruder. Alles. Außerdem bin ich Hausmeister im Jugendclub. Ich weiß immer, was läuft. Marlene hat mir von alleine erzählt, als sie das erste Mal Bier probiert hat. Hat sie Ihnen auch davon erzählt? Geht Marlene auf Partys? Nein, also... Bukow? Hallo, Zentrale. Nein, wir kennen uns noch nicht. Ja. Scholz? Sollen die jetzt immer sofort an mich weiterleiten, ja? Danke. Herr Scholz, eine Freundin von Marlene hat vor etwa einer Stunde eine SMS von ihr erhalten. Okay. Wo ist sie? Was denn? Welche Freundin? Lulu Möllner. Lulu? Die sind überhaupt nicht befreundet. Mailbox. Hier, die SMS von Marlene. Es tut mir leid, ich bin schuldig, ich will nicht mehr leben. Ach du Gott. Diese Lulu ist hier in der Schule. Oder würde ich gerne mitkommen? Ich komme mir ein bisschen kontrolliert vor, Frau König. Das ist pure Eitelkeit, Herr Bukow. Haben Sie die Kapuzenjacke von Scholz gesehen? Genau wie die von dem Typen heute Morgen am Fundort. Moment, wollen Sie mir gerade sagen, dass wir heute Morgen Erich Scholz verfolgt haben? Ich meine, die Marke gibt es im Discounter, die könnte jeder hier haben. Was sagt Ihr Gefühl? Mein Gefühl? Ich habe Hunger. Erstens. Zweitens kann es sehr gut sein, dass Erich Scholz recht hat und Anne gestern Abend nicht in seiner Wohnung war. Sie hat sich mit Marlene abgesprochen. Marlene hat am Fenster gestanden und gewunken. Anne nicht. Anne war woanders. Irgendwo, wo sie nicht sein sollte. Party kann es ja nicht gewesen sein, hätte man ja gehört. Vielleicht bei einem heimlichen Freund. Ja, genau. Zum Teenie-Poppen. Ich bitte Sie, echt. Sie hat ihre Mutti angerufen und gesagt, hallo Mama, ich bin bei Marlene. Marlene hat am Fenster gestanden, mitgehört und gewunken. Ist eine super Idee. Total scheiße alles und es war auch total komisch irgendwie. Und dann, wie konnte sie das machen? Ist alles gut, Lulu, alles gut. Ganz ruhig, erzähl uns einfach alles. Ich kenne diese Marlene gar nicht. Lulu? Frau Möllner, Frau Möllner. Warten Sie mal, Frau Möllner. Warten Sie mal. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir mit Ihrer Tochter jetzt alleine reden, ja? Danke. Lulu, wenn es irgendwas gibt, was keiner wissen soll, wir drücken auch beide Augen zu. Was hast du denn gestern genommen? Speed? Crystal? Hält ganz schön lange an, oder? Wo waren die Party gestern? Bei den Anglern? Am Hafen? Das kennen Sie? Na klar, das ist total geil. Erzähl mal. Gestern war es in der alten Schnapsfabrik. Ach so. Die war illegal. Ja, ach cool. Und? Gute Musik? Super. Super. Und gute Jungs? Ja. Anne und Marlene, waren die auch da? Hm? Ja, kurz am Anfang. Ich und Marlene, wir haben Handynummern ausgetauscht. Und die sind dann mal gegangen. Mit dem Russen. Dem Russen? Welcher Russe? Kennst du den? Nein. Noch nie gesehen. Nie mit dem geredet. Ich hab gerade gesagt. Stimmt. Entschuldigung. Wie sah er aus, der Russe? Keine Ahnung. Es ist schon ziemlich alt. 30, glaube ich. Und der hatte hier so einen Bart. Mhm. Aber Lulu, wenn du den noch nie gesehen hast und nie gesprochen hast, woher wusstest du dann, dass das ein Russe war? Was? Wie heißt der, Lulu? Sag mal. Was ist jetzt? Wie heißt er? Was ist jetzt? Lulu, alles gut. Guck mal. Lulu, guck mal, das ist deine Mama. Guck mal, das ist deine Mama. Lulu, was ist denn mit dir? Was hast denn du? Krankenhaus. Wenn wir zu Hause sind, dann kann ich doch was zu essen machen. Wie lange hast du schon nichts mehr gegessen? Sie hält was zurück. Was ist eigentlich mit dir los? Hier, Haare befummeln, Hals streicheln. Alles Körpersprache für ich lüge. Ja, für ich bin breit. Wie lange nimmst du das schon?
Neurolinguistik und Chinesik. Ich mache das schon eine ganze Weile, Herr Bukow. Chinesik? Was ist diesen Scheiß? Hast du das von diesem, von diesem Jungen aus dem Jugendclub? Die Fresse. Wer ist denn das? Den haben sie im Sommer aus dem Jugendclub geschmissen. Hat eine Anzeige gekriegt, weil er Gras verkauft hat. Du hast keine Ahnung, ey. Ich hatte schon eine Party. Was gefunden? Ein Klo auf dem Boden. Hä? Achso, und das wirfst du dann einfach so ein? Ich hab's ja vorher abgespürt. Achso, na dann. Was? Wer war das? Ach du Scheiße. Oh, Mann. Da waren so ein paar Jungs, die Hip-Hopper. Ich dachte, schauen sie sich das nur an. Du stehst hier die ganze Zeit rum und merkst das nicht? Du, das wird teuer, ne? Ey! Scheiße! Arschloch! Scheiße, steig einfach ein. Fuck. Warum ist der überhaupt wieder zurück nach Rostock gekommen? Hallo, Volker Tiesler, bitte. Ich habe gehört, in Berlin hat es wohl ein bisschen Ärger gegeben. Tja, der Apfel fällt wohl nicht weit vom Stamm. Sein Vater müsstest du mal sehen. Volker, hallo, hier ist Katrin. Du sag mal, der Jugendclub hier in Evershagen, da gab es vor einiger Zeit eine BTM-Anzeige gegen einen Jungen. Könntest du da mal nachgucken? Danke. Du hättest wohl selber gerne den Leiterposten bekommen, was? Haut und Kleidung war eine bunte Mischung von Spuren, vermutlich von der Party. Im Genitalbereich haben wir Spuren von einem Unbekannten, Stofffasern von Autoinnenraumverkleidung, vermutlich wurde die Leiche mit einem Wagen zum Fundort gebracht. Wir wissen, dass Anne kurz vor ihrem Tod Sex hatte. Und Marleen schreibt heute Morgen ein Geständnis an Lulu Möllner. Anne hatte Sex mit einem Jungen, in den Marleen verliebt war. Marleen hat sie herausgefunden. Und pam, Rache. Und dann hat sie ein Auto geklaut, ganz schnell Autofahren gelernt und die Leiche zum Fundort gefahren. Wie, was denn jetzt bitte für ein Auto? Oh, Leute, ich dreh durch. Das Mädchen ist irgendwo da draußen und braucht unsere Hilfe und wir haben gar nichts. Das nervt. Doch. Der Täter ist männlich, mindestens 16 Jahre alt, sonst wäre er nicht mit dem Auto gefahren. Er wohnt oder arbeitet vermutlich in der Gegend. Er hat Zugang zu Rauschgift. Die Mädchen wurden auf der Party in Begleitung eines Mannes gesehen. Davor haben sie angeblich bis genau 23.35 Uhr telefoniert. Das wissen wir jetzt nach der Rückmeldung vom NDR. Das ist doch nicht gar nichts. Angeblich? Ja, wenn wir der Aussage von Herrn Scholz, Marleens Vater, glauben. Gut, wo war Anne? Vielleicht bei einem heimlichen Freund, vermutlich der Täter. Danach wollte sie Marleen treffen. Die beiden haben im Chat T-Punkt als Treffpunkt vereinbart. Der T-Punkt ist aber nicht wirklich auf dem Weg zur alten Schnapsfabrik. Ja, T-Punkt heißt vielleicht einfach Treffpunkt. In den Chats kürzen sie alles ab. Das stimmt. Pass auf. Ich habe mir die Aussagen der Schüler mal ganz genau angeschaut und ausgewertet. Die Locations für diese illegalen Partys werden nur kurzfristig bekannt gegeben. Vielleicht wollte Anne sich erkundigen und sich danach mit Marleen treffen. Ja, ich bin ja nicht deine Kellnerin, ne? Ey, Petra, das ist echt lieb. Vielen Dank, Schatzmensch. Bist du Einzelkind? Diese SMS. Marleen und Lulu kannten sich kaum. Die haben gerade erst die Handynummern getauscht. Warum schickt Marleen eine solche SMS an Lulu und zum Beispiel nicht an ihren eigenen Vater? Danke. Weil Marleen die nicht geschickt hat, sondern der Täter. Jetzt komm schon. Er nimmt Marleens Handy, guckt unter letzte Anrufe nach und schickt dann die Beichte an den Letztbesten, Lulu. Genau. Und wenn er ihr Handy hat, dann hat er auch Marleen. So, Volker, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie in Rostock die Kids an ihr Crystal kommen. Also, das, was Anne genommen hat, kam höchstwahrscheinlich nicht von den deutschen Jungs, weil die haben ja zurzeit alle hübsch in U-Haft. Na, dann bleiben ja noch die Russen. Richtig, Pesci.
Die machen uns auch auf dem Sektor zurzeit die meisten Ärger. Und außerdem war das Grissel auf russische Art gepanscht. Also was ist mit dem Dünnbärtigen? Genau, da wollte ich gerade sagen. Es gibt einen, auf den die Beschreibung ziemlich genau passen würde. Wir haben aber bislang nur den Vornamen. Luke. Luke. Mhm. Sonst nix. Ja. Vielleicht, wahrscheinlich aus Kaliningrad, aber an den ist ganz schwer ranzukommen. Irgendwie will keiner gegen den aussagen. Ich glaube, das ist echt eine aggressive Drecksau. Mhm. Frau König, was halten Sie eigentlich von Marlenes Vater? Hat er Anne vergewaltigt? Eigentlich gibt's da kaum was zu sagen, außer der Kapuzenjacke. Und der Statistik. Und Ihrem Gespür. Als Hausmeister hätte er leicht Zugang zu Drogen und K.O.-Tropfen. Vielleicht hat er was von den Kids konfisziert. Und was ist mit seiner Tochter? Sie hat was mitbekommen und er versteckt sie. Aber er bringt sie nicht um? Nee. Annes Tod war nicht beabsichtigt, da bin ich mir ganz sicher. Wir suchen einen Vergewaltiger und keinen vorsätzlichen Mörder. Der bringt nicht seine eigene Tochter um, glaube ich nicht. Erik Scholz wurde 2001 wegen sexueller Belästigung angezeigt. Keine Verurteilung, aber immerhin. Die Russen hätten die Leiche anders entsorgt. Die haben Boote. Wenn die eine Leiche beseitigen wollen, verschwindet sie in der Ostsee, irgendwo zwischen hier und Kaliningrad. Aber Partydrohung bei den Russen? Allerdings. Die haben ja jetzt fast den Markt für sich, aber nur fast. Aber hör auf, nicht hier. Apropos. Was ist denn das jetzt? Na, fürs Dach, mein Junge. Das Dach muss neu gedeckt werden. Vivian freut sich bestimmt. Aber sagt dir der Name Luke was? Lose? Ja. Der war einmal bei mir im Club vorigen Monat. Ich war gar nicht dabei. Ich war gerade wegen Prostata in der Klinik. Zwei Typen muss der so die Fresse eingeschlagen haben, einer kann heute noch nicht reden. Alf Kapuzia, weißt du, den sucht ihr? Mir nur recht. Porno-Peter sagt dir was? Hm, Porno-Peter sagt mir was. Ist der noch im Geschäft? Mit diesem pädophilen Scheiß. Hm. Wegen Internet. Aber seine Kneipe ist das Wohnzimmer für die Russen. Hm. Und Luke auch? Wenn du den kriegst, dann schmier dich was. Das sagt die. Entschuldigung. Hast du mit dem Hausmeister gesprochen? Ja, der ist noch eine halbe Stunde da. Haus 2, Zimmer 101. Hermann. Hermann, der Hausmeister. Danke, Kumpel, echt. Scheiße. Ist alles klar, Frau König? Ja, mein Autoschlüssel ist weg. Hm. Ja, echt, ey. Erst zerkratzen mir den Wagen, dann verliere ich meinen Autoschlüssel. Ist ja nicht schön. So,
So, Rolf, weiß Bescheid, ne? Ja, klar, ich kümmere mich. Ich habe mir einen kleinen Job bei uns besorgt. Mhm. Meine Frau hat Nachtschicht im Krankenhaus. Ja, tut mir leid, kein Interesse, ey. Ach so, nee, das habe ich nicht so gemeint. Von Anne, die gibt's doch hier überall in der Wohnung. Auch auf ihrer Bettwäsche? Ja, auch auf meiner Bettwäsche. Scheiße, ich will hier raus! Ich will Marleen finden, verdammt nochmal! Wussten Sie, dass Anne in Sie verknallt war? Ist bestimmt spannend, stell ich mir vor, ne? Scholz. Wo ist Marleen? Bitte. Herr Bukow, was gibt's? Dann breche ich jetzt hier ab und komme dann dahin. Ja. Okay, bis gleich. Nicht schnell genug. Sie ist wahrscheinlich schon seit letzter Nacht tot. Wir hätten nichts machen können. So. Die Einheimischen sagen, dass sie mit der Strömung reingekommen ist. Kann also gut sein, dass sie weiter draußen aus dem Boot rausgeworfen wurde. Boot? Ja, Boot. Segel, Motor, Boot. Also ich muss noch mal in die Firma. Kannst du mich vielleicht mitnehmen? Ich habe meinen Wagenschlüssel. Ich finde den nicht. Klar. Super. Alle Boxwettkämpfe in seinem Club, Betrug, Geldwäsche, Drogenhandel, das ganze Programm. Aber nichts Haftendes? Nee, nicht mal ein Strafzettel. Veit Bukow, der ist schlüpfrig wie ein Aal. Ist eine Legende, hat viele Freunde, auch ganz oben. Und sein Sohn, wie passt der da rein? Sascha hat nichts damit zu tun. Ach, ich hab mich noch mal mit Berlin unterhalten.
Ihre Kollegen finden es wirklich gut, dass Sie direkt mit ihm zusammenarbeiten. Super. Keinen besseren Weg, einen Kollegen zu beschatten, als wenn man im selben Wagen sitzt. Ja, das glaube ich, dass Ihnen das unangenehm ist. Die haben mir heute tatsächlich gesagt, wenn er ein bisschen Vertrauen aufgebaut hat, könnte ich das Thema Supercheck-Sachte angehen. Wie soll ich bitte das Thema Supercheck-Sachte angehen? Ohne uns, Kollege, sag mal, hast du was mit der Balkan-Mafia anlaufen? Sascha Bukow hat sich bestimmt nicht kaufen lassen. Gut, dann werde ich ja auch nichts finden. Marlene ist definitiv nicht ertrunken. In ihrem Blut war mehr Crystal als bei uns in der Asservatenkammer. Ist das gleiche Zeug, was Anne genommen hat? Ja. Russisches Rezept. Bei der Dosis wollte jemand ganz sicher gehen. Dann sollten wir uns mal auf die Suche nach unserem russischen Freund machen. Ja, bin dabei. Volker, hast du mal was über diesen Jungen? Achso, Tom Decker, ja. Warte. Den haben wir letzten Mai aufgegriffen mit einer geringfügigen Menge Gras, aber wirklich nur so ein Fitzelchen. Warte mal, hier. Mit 14 ist erstmal auffällig wegen Autoklau. Könnte der jetzt mit Crystal dealen? Ja, das glaube ich nicht. Das ist nochmal zu groß, aber wer weiß. Hä? Ja, den kenne ich. Der hat gestern mein Auto zerkratzt. Also dachte ich zumindest. Kannst du den mal für mich reinholen? Ja. Super, danke. Wegen Sachbeschädigung oder wegen Mord? Herr Bucher? Ich finde meinen Wagenschlüssel immer noch nicht. Ich habe ihn nicht. Nee, das meine ich nicht. Ich würde gerne mit Ihnen mitfahren. Ich würde so gerne noch mal mit der Lulu Möller sprechen. Sorry, ich habe schon zu tun. Fahren Sie doch mit dem Puschel. Puschel. Danke, Gott. Ich hätte gern ein Bier. Geht aufs Haus. Meinetwegen. Wo sind denn die Russen? Wer? Komm, Alter, ich hab keinen Bock, in der Öffentlichkeit Namen zu nennen. Freundchen, dich kenne ich nicht. Wer bist denn du jetzt auf einmal? Mr. Wichtig? Ich hab dich was gefragt, du Wichser. Bist du ein Bull oder was? Sehr lustig. Oh, was hab ich denn hier gefunden? Sandra, Lucy. Wollen wir da beide mal reingucken? Peter? Was willst du? Luke. Keine Ahnung. Der ist seit Tagen nicht hier gewesen. Aha. Und wo wohnt der Gute? Was weiß ich. Wo wohnt er? Weiß ich nicht. Aber der hat ein Boot. Nase? Groß? Klein? Weiß nicht. Okay, machen wir später nochmal. Ich kann nicht mehr. Lulu, das ist wichtig. Komm jetzt. Geht's nicht gut. Ist ja kein Wunder. Leck mich. Weil ich einmal was ausprobiere, schon bin ich für dich gleich ein scheiß Junkie. Aber das war ja auch nicht das erste Mal, Lulu, oder? Doch, ihr müsst mir glauben. Lulu, du bist ganz wichtig für uns. Du bist die Einzige, die Anne und Marlene mit dem Russen gesehen hat. Du machst das schon, hm? Lulu, im Krankenhaus wurde eine Blut- und Haaruntersuchung durchgeführt. Du hast seit mindestens 2 Monaten Drogen genommen. Diverse. Das kann doch nicht wahr sein. Sag mal, Lulu, was hast du alles genommen? Interessiert dich doch nicht. Du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Na, ist ja kein Wunder, wenn du mir nichts erzählst. Wenn du mich anlügst. So, was meinst du denn, wie es mir geht? Wo ist meine kleine Lulu hin? Mann, ich bin nicht mehr klein. Und das würdest du auch mal merken, wenn du nicht jeden Abend mit einem anderen Typen weg wärst. Lulu, keiner will dich angreifen. Ist ja auch nicht einfach zu wissen mit Drogen. Wenn heutzutage jeder raucht und trinkt. Ja, eben. Das mache ich eben nicht. Trinkst du auch den ganzen Tag, rauchst dir die ganze Bude voll. Ist das Gleiche, weil es dir Spaß macht, weil sonst alles so dröge ist. Guck doch, was hier alles an technischer Scheiß rumsteht. Und du mit 8 Mille Schulden. So einen Scheiß mache ich nicht. Anne und Marlene haben die eigentlich auch oft Drogen genommen? Nee.
Die wollten nur vögeln. Wie meinst du das? Naja, Anne wollte immer ihre Unschuld verlieren. Und auf der Party hat sie von dem Russen da erzählt, dem Dealer. Dass sie mit dem schlafen würde. Da ist einer im Garten. Was? Ja, erst hat er das Haus lange von der Straße beobachtet und jetzt hat er sich im Garten versteckt. Komm schnell. Schließ alles ab und bleib dran. Ich bin unterwegs. Ich heiße Tom Decker. Wie bitte? Ich habe einen nicht ermordet, ich war es nicht. Was willst du hier? Ich war es nicht. Moment, komm. Zack. Du bewegst dich keinen Zentimeter, sonst breche ich dir das Genick. Was ist los, Sascha? Wer ist das? Alles gut. Keine Angst. Sascha, wer ist das? Das ist ein Typ, den wir suchen. Das ist kein Drama. Kein Drama, aber spinnst du? Das geht nicht. Nicht schon wieder. Krieg einfach deine Paranoia in den Griff, ja? Paranoia? Es hat wieder reingeregnet. Wann hast du nur vor, am Haus weiterzumachen? Ich habe mit Anne geschlafen, aber ich habe ihr nichts angetan. Was soll der Scheiß hier? Warum gehst du nicht einfach zur Inspektion? Weil die mir da eh nicht glauben. Und warum soll ich dir glauben? Weil sie einer von uns sind. Weil ich was? Sie kommen aus dem Viertel, oder nicht? Die waren da alle am Reden und einer hat gesagt, dass sie hier aufgewachsen sind. Und gestern Nacht habe ich ihr Auto wieder gesehen. Und da bist du mir einfach mit dem Skateboard hinterhergefahren, oder was? Mit der Schwalbe, die fährt fast 80. Hatte ich auch mal eine Schwalbe. Meine vor 95. Ich habe hier jemanden mitgebracht. Tom Decker. Tom, das ist Frau König vom LKA. Hallo. Und was ist mit ihm passiert? Ich bin total blöd gestolpert, als er mich festnehmen wollte. Aha. Okay, gut, dann jetzt nochmal für mich. Sie hat mich angerufen. Also Anne, ja. Einfach so. Mhm. Und da war sie total lustig drauf. Ich dachte, sie hat was genommen. Naja, sie meinte, sie hat Geburtstag. Ihr 14.
Und dann hat sie ihre Mutter angerufen. Und ich musste Marlene anrufen. Damit sie auch mithören kann. Dann wollte sie unbedingt mit mir pennen. Ich war total baff. Aber sie war so scharf drauf. Und dann haben wir es gemacht. Und dann? Und dann war sie voll komisch drauf, total aggro. Ich weiß auch nicht warum. Ob sie es bereut oder so? Habt ihr euch gestritten? Nein, nicht richtig. Und sie wollte noch auf eine Party und ich nicht. Und dann war sie total sauer und ist einfach abgehauen. T-Punkt. Tom ist T-Punkt. Und Marlene, wann ist sie dazugekommen? Die zwei waren ja verabredet. Hab ich nicht gesehen. Wie hast du denn Luke kennengelernt? Wen? Na, Luke. Den Russen. Nie gehört, kenne ich nicht. Er ist gut, aber er weiß was. Aha. Spricht sein Körper auch Chinesisch? Chinesisch, ja. Er kennt den Russen. Und was schlagen Sie vor? Waterboarding? Daumenschrauben? Nee, ich bräuchte einfach nur mehr Zeit mit ihm. Naja, nach Hause will er eh nicht. Hier. Oh, danke. Tom macht sich um die Hose wegen der Nachbarn. Der Nachbarn? Ja, die Stimmung im Viertel ist gespannt wie ein Flitzerbogen. Was ist denn mit den Eltern? Ach, die Mutter ist lange weg und der Vater ist Schwerstalkoholiker. Außerdem ist er mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung. Der vermöbelt seinen Sohn, doch wenn er hört, dass er mit einer 13-Jährigen was... Ich kann dir nicht einfach so wegschließen lassen. Das geht nicht. Das kriege ich beim Staatsanwalt nicht durch. Und der Jugendamt... Hotel? Wie bitte? Das ist vielleicht bei Ihnen beim LKA so üblich. Ich habe dafür keine Mittel frei. Haben Sie eigentlich ein Gästebett? Oh. Wie bitte? Naja, Sie wollten ihn sich doch sowieso näher anschauen. Dachte ich. Ich habe keinen Besuch erwartet. Aber ich weiß, wo ich alles finde. Das ist ja das Wichtigste. Sie müssen viel Zeit haben zum Fernsehen. Haben Sie keinen Freund? Wenn du brav bist, darfst du nachher noch eine Folge gucken, bevor du schlafen gehst. Darf ich mich duschen? Kannst du das lassen? Das Bad ist da hinten den Gang runter. Da sind auch Handtücher und so. Da drüben. Vater zu Hause, als Anne angerufen hat? Körperlich ja. Aber sonst hat er nicht mal mitgekriegt, dass ich überhaupt los bin. Das Einzige, worauf ich vertrauen kann, ist, dass er jeden am Tacke ist. Berührt dich das alles so wenig, wie du gerade tust? Soll ich rumflennen? Ich bin ein Survivor. Ich kümmere mich um mich selbst und um meine Freundin. Es gibt Wichtigeres im Leben als fucking Eltern. Sex, Drugs, Rock'n'Roll? Nein, Zukunftsperspektiven. Liebe, Familie gründen. Oh Gott, bist du in der Jungen Union oder was?
sorry. Ist toll, dass du darauf Wert legst. Echt. Nur, wie passt die schnelle Nummer im Gebüsch mit Angela rein? Sie ist nicht gerade beziehungsfördernd, oder? Ich wollte das nicht. Aber sie war so verknallt und ich wollte sie nicht enttäuschen. Dass meine Freundin mitkriegt. Ihr liebt euch, ja? Ich mache eine Ausbildung in der Werft. Und wenn ich fertig bin, wollen wir heiraten und 5 Kinder kriegen. Immer mit der Ruhe. Der König. Zur Straße gekommen. Gegensprechanlage ist kaputt. Wow. Und, war gelöst? Der Gärtner war's. Partnerlook. Komm, Kumpel, zieh dich an. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Ja, dann habe ich für die Russen Zigaretten und Wodka besorgt. Aber richtig los ging es erst nach der Wende. Und ich mit 15, Schummihirn, bin nach Amsterdam gefahren, hab das Gras gekauft und hab's hier fürs 5-fache vertickert. Du hast auch einen Schummihirn, Alter. Also, warum schuftest du in der Werft, anstatt Abi zu machen? Ich sag's dir. Ich hab's genauso gemacht. Ich hab Kranführer gelernt im Überseehafen. Wenn du keinen Job hast, fragen dich die Leute, wo die ganze Kohle herkommt. Können wir da lang? Mir ist kalt. Wieso? Hast du Angst, dass die Russen dich mit mir sehen? Was läuft da? Ha? Steigst du gerade ins Geschäft ein? Nee. Ich glaube. Ich glaube, sie gehören hinter Gitter und nicht auf die Straßen mit einer Polizeimarke. Mann, ich weiß doch, was los ist. Ich war in derselben Schule wie du. Und genau wie du habe ich die Schule geschmissen. Ich wusste, ich kann meine Kohle auf ganz andere Art verdienen. So wie du. Warum sind Sie denn Polizist geworden? Eines Tages, da war ich noch nicht mal 17, da hatte ich plötzlich eine Knarre in der Hand. Und die habe ich so einem arroganten Arschficker wie dir an den Kopf gehalten. So. Und ich wollte ihm das Hirn wegpusten. Und ich hatte jeden Grund dazu. Und plötzlich steht ein Bulle in der Tür und sagt zu mir, mach das nicht, mein Junge. Noch bist du kein Mörder. Mach dein Leben nicht wegen dem da zur Hölle. Er hat ihre Seele gerettet. Ganz schön kitschig die Geschichte, wa? Vielleicht. Und vielleicht wollte ich gerade einfach nur deine Seele retten, du Wichser. Echt nett. Dankeschön. Alles okay? Alles bestens. Kann ich jetzt gehen, bis zur Werft, bevor mein Chef noch durchdreht. Käsesalat und Mango-Chutney auf Möhre-Walnussbrot. Alles Bio, der Burner. Und, seid ihr weitergekommen? Könnt ihr ein bisschen helfen? Tut mir leid, dass es so lange dauert, Tom. Ich schwör's dir, gründliche Befragung lohnt sich immer. Guten Appetit. Fünf Kinder, ja. Wenn du Vater wirst, ja, tu mir den Gefallen, bring deinen Kindern bei, wie sie sich gesund ernähren. Wenig Fleisch? Und nie beim Discounter kaufen. Alles Müll. Bei uns gibt's nur Discounter. Ja, deswegen ist es wichtig, dass du dafür sorgst, dass du irgendwann mal genug ehrlich verdienst, damit ihr woanders einkaufen könnt. Wir müssen zusammenarbeiten, Tom. Mein Kollege ist sich ganz sicher, dass du uns irgendwas nicht sagst. Mein Kollege ist nicht ganz dicht. Ich kenne ihn noch nicht so lange. Aber ich glaube, dass er in diesem Fall recht hat. Tom, ich will dich in 5 Jahren, ja? Da möchte ich dich gerne mit einem Baby in Warnemünde am Strand sehen. Und nicht im Bau. Du verstehst mich doch, oder? Ich brauche dich. Und er braucht ein paar auf die Fresse. Jetzt warte doch mal. Anne wollte zu Luke Kosloff.
Der dealt auf Partys. Ich wollte es nicht sagen, weil der bringt mich doch um. Sie hat ihm bestimmt erzählt, dass ich mit ihr gepennt habe. Und deswegen hat er sie gekillt. Weißt du, wo der wohnt? Ich weiß nur, dass er mit ein paar anderen Dealern in einem ziemlich schicken Apartment wohnt. Aber wo, weiß ich nicht, ehrlich. Heute Abend ist eine Party, eine illegale. Da ist der meistens. Der erste Typ meinte, du kommst nicht. Logisch. Traut sich im Moment nicht. Also habe ich gesagt, ich nehme nur das Zeugs aus dem Labor. Bitteschön. Der andere kennt nur gut, das habe ich gemerkt. Aha. Welches Körperteil hat ihn das verraten? Na, ich habe am Ende zu ihm gesagt, grüß Luke schön von mir. Und er, ja, mache ich. Da hat sich das Studium ja gelohnt. SEK gehe ich da nicht rein. Ja, aber lassen wir die Jungs noch ein bisschen schlafen. Ja. Ich glaube, da bewegt sich erstmal gar nichts. Sie übernehmen die erste Wache. Wecken Sie mich in einer Stunde, ich rufe dann die Kavallerie. Jetzt ist 5.07 Uhr in der Früh und der Tag wird heute in Rostock schön sonnig. Und wer sich darauf freut, freut sich auch auf Freunde. Sagen Sie, in Berlin, warum haben Sie da eigentlich das Ermittlungsteam gegen Zoran Subacik verlassen? Ich könnte es Ihnen sagen, aber dann müsste ich Sie töten.
Auf Partys bin ich auch immer der Erste. Das SEK kommt erst in 20 Minuten. Was ist mit Don Röschen hier? Sieht aus, als sei die Nacht mit dir ein bisschen zu hart für ihn gewesen, ne? Ich weck ihn gleich. Welche Hausnummer ist es? 23, Hochparterre. Schau es mir mal an. Lass mal warten, bis die anderen... Wäschel! Lass mal auf die anderen warten. Ich war früher beim SEK. Schick mir mal die Lage. Entschuldigung. Pajalista, moi Ruski. Oh Gott, ich habe alles vergessen. Also, obwohl ich es nicht besonders toll finde, dass Sie meinen Kollegen angeknabbert haben, würde ich mich trotzdem bemühen, Ihre Unschuld zu bestätigen. So. Sie waren Donnerstagnacht in der Teutenwinkler Allee 23a zu Hause. Dort haben Sie mit 6 Bekannten Karten gespielt. Und alle 6 können dies auch bezeugen. Sehr gut. Ich denke, damit wird die Sache bald geklärt sein. Und alle 6 sind russische Staatsbürger. Ach, gut, Danny. Du, здесь живут остальные не приезжие гости по бизнесу. Не знаю, скажи, как лучше. Und 2 sind in Rostock gemeldet, alle anderen Geschäftsreisen. Sie können so hervorragend Deutsch. Führen Sie bitte. Gut, dann hoffe ich, dass sich bei den Zeugenvernehmungen keine Widersprüche ergeben. Das wird keine Widersprüche geben. Was haben Sie eigentlich gespielt? Gespielt? Das Kartenspiel. Wir sollten uns vergewissern, dass es über den Spielverlauf Übereinstimmungen gibt. Wer hat das erste Spiel gewonnen? Wer das letzte? Wer konnte nicht so gut spielen? Sowas, ja? Wenn alle 6 Zeugen bis ins Detail übereinstimmen, dann macht das Ihre Aussage auf jeden Fall glaubwürdig. Das Problem ist nämlich, dass es Zeugen gibt, die sagen, dass sie Anne und Marlene mit ihnen auf einer Party gesehen haben. Свяжись со всеми, чтобы каждый знал, что говорить. Чего ты сидишь? Ich muss sie wirklich bitten, Deutsch zu sprechen, ehrlich. Sonst muss ich einen Dolmetscher rufen, das kann ewig... Извините, пожалуйста, мы уже забирали всех свидетелей на допрос.
Herr Prossi, ich habe den Herrn erklärt, dass wir bereits sämtliche Zeugen haben abholen lassen. Herr Kozlov hatte seinen Anwalt darum gebeten, ganz schnell zu den Zeugen zu fahren und sie auf die Vernehmungen vorzubereiten. Tische Muische, Kotzidit und Asna Krüche. Sie auch eine, Herr Bukow? Herr Bukow. Den Namen wirst du dir jetzt merken. Ich bin jetzt der Neue in der Stadt. Ich habe schon ganz lange beste Beziehungen zu Kiselyov, Sorokin, Dimitriev und all die anderen Kollegen, mit denen du gerne weiterarbeiten möchtest, du kleines Stück Kot. Ich kann ganz schnell dafür sorgen, dass es dir hier in Rostock nicht mehr gut geht. Ich weiß schon, wer du bist, Herr Bukow. Du bist Sascha, der Sohn von Veit. Süße kleine Jungs hast du, hübsche Frau. Was macht denn aus? Kommst du voran? Ich hätte mir nicht gute Spuren gehabt. Schwuchtel. Hat mich einfach angemacht. Herr Kozlov, Sie können jetzt gehen. Nur Worte, ich sehe ja. Luke Kozlov hatte keinen körperlichen Kontakt zu Anne Böhm. Weder bei ihm noch bei ihr gibt es die geringste Spur. Und warum das erfundene Alibi? Wer weiß, was er noch getrieben hat an dem Abend. Ja, sicher nichts, was er irgendwie mit uns teilen will. Fakt ist, wir können ihm leider nichts nachweisen. Und Röder will ihn wegen Pöschels abgebissenen Finger nicht in U-Haft stecken. Er meinte, er hätte mehr bei ihm abgebissen, wenn Pöschel bei ihm ins Schlafzimmer eingestiegen wäre. Tito. Und was jetzt? Warst du da wach, als sie das wieder angenäht haben? Klar. Echt? Ja, meinst du, ich lasse mich betäuben? Nee. Ich habe vorhin mit einem guten Freund bei der Kripo in Berlin telefoniert. Mhm. Ich wusste es. Bukow hat Dreck am Sack. Sagt dir der Name Zoran Subotic was? Oder Subotic? Balkanmafia, Chefetage. Die Kripo in Berlin hatte 4 Jahre lang gegen ihn ermittelt. Mit Zeugenschutz, V-Männern, das ganze Programm. Bukow war einer der leitenden Ermittler. Kurz bevor Subotic festgenommen werden sollte, steigt Bukow aus. Zufällig klappt plötzlich das ganze Kartenhäuschen zusammen. Schnüffelst du über deinen eigenen Chef? Ein Zeuge tot, 3 V-Männer sind enttarnt und dieser Zoran Subotic taucht unter. Hier geht's nicht um geklaute Büroklammern, ja? Und warum bitte hätte Kriminalhauptkommissar Bukow das getan? Na, warum wohl? Ich frag mich zum Beispiel, womit er sich sein Haus finanziert hat. Hi, Kids. Hi, Papa. Hi, Papa. Moin, Papa. Grüß dich. Hä? Was ist denn hier los? Ich wollte am Wochenende selber. Ja, klar. Ah, leck mich am Ärmel, ey. Hallo? Weil du paranoid bist, heißt nicht, dass du nicht verfolgt wirst. Ja, witzig. Du bist alle da zu Husten, Idiot. Wenn das weg mal. Ja. Auf geht's. Gut, zuerst. Ganz ruhig, ich... Was? Was?
Dick Scholz hat Anno umgebracht. Da, das hat Anno ihm geschrieben. Liebesbriefe, Sexgeschichten. Dirk hat vorhin noch mal alles durchsucht und das gefunden. Er ist total durchgedreht. Und wo ist Ihr Mann jetzt? Anna hat da so oft geschlafen. Wo ist Ihr Mann jetzt? Im Jugendclub. Gefunden. Briefe, Fotos, alles Mögliche. Und wo? In Annes Zimmer. Wo? In einem versteckten Buch. In Annes Zimmer. In Annes Zimmer. Aha. Das heißt, Ihre Tochter hat diese Briefe nie verschickt. Mann, Kumpel. Was für eine Beziehung hatten Sie zu Anne? Sie war 13. Ich kenne Anne seit dem Kindergarten. Genau. Da verstehe ich, wenn man sich verliebt. Sie hat mir einen Brief. Einen Brief hat sie mir geschrieben. Ich habe ihr gesagt, Anne, du bist 13. Sie hat gesagt, dann warte ich, bis ich 16 bin. Habe ich gesagt, was soll das, Anne? Dann bist du mir immer noch zu jung. Und dann hat sie gesagt, dann warte ich, bis ich alt genug bin. Ich bin, ich will keinen anderen Jung. Das hat sie bestimmt sehr berührt. Aber nicht so! Ich hab Anne doch nicht! Was ist mit dem, den ihr habt, den ihr verhaftet habt? Der war's nicht, Herr Schulz. Wir reden jetzt von Ihnen. Ich meine den Jungen, Tom Decker. Den hab ich schon links auf dem Kieker, der hat dir Drogen vertickt. Moment. Moment. Anne hat gesagt, sie will keinen anderen Jungen, sie will mit keinem anderen Jungen schlafen? Ja. Wann hat sie das gesagt? Vor 2 Wochen. Ach, du Scheiße. Bukow! Moment. Lulu Möllner und Tom Decker, kennen die sich? Lulu Möllner, ja klar, die beiden sind seit Ewigkeiten. Fuck. Lulu und Tom sind ein Paar. Lulu hat gelogen, um Tom zu beschützen. Das glaube ich nicht. Das kann doch nicht alles nur Show gewesen sein. Wenn sie es schaffen, ihre eigenen Eltern derartig zu belügen, dann kriegen sie es auch mit ein paar Bullen hin. Ja, aber die Eltern wollen die Wahrheit nicht wissen. Tom hat Anne vergewaltigt. Anne wollte mit keinem Jungen schlafen. Ja, und wahrscheinlich hat er auch Marlene umgebracht. Ja, mein Gott, der Typ ist krank, ey. Der hat uns eiskalt was vorgemacht. Lulu schützt ihn, obwohl er Anne vergewaltigt hat. Ich weiß. Wahrscheinlich wusste ich es nicht. Oder sie wollte es nicht wissen. Sie will ja 5 Kinder von ihm haben. Wir müssen sie auf jeden Fall dazu bringen, Tom zu belasten. Ja, ich bin dabei. Tom hat Anne Crystal gegeben. Er dealt jetzt damit und du weißt es. Und er hat dich gerufen, als Anne gestorben ist. Du hast ihm geholfen, sie wegzuschaffen. Und du hast dich auch um Marlene gekümmert. Die war bestimmt ganz schön fertig. Und dann habt ihr euch die Geschichte mit Lukas Lov ausgedacht. Das wissen wir schon alles. Aber weißt du auch, Lulu, dass Tom kurz vor Annes Tod hatte mit ihr geschlafen? Mit dem Crystal hat er ihr K.O.-Tropfen gegeben und sie vergewaltigt. Nein, du lügst, das hat er nicht. Das beweist, dass Tom und Anne miteinander Geschlechtsverkehr hatten. Sie wollte nur Crystal kaufen, aber er hat sie getroffen, um mit ihr zu schlafen. Sie ist vergewaltigt worden, das weißt du längst, das stand in der Zeitung, Lulu. Nein, er hat ihr nur das Crystal gegeben und dann ist sie gestorben. Das hat er dir gesagt, als du gekommen bist? Ja. Marlene war auch schon da und die ist total ausgerastet und wollte zur Polizei gehen und Mann, die hätte alles kaputt gemacht. Was kaputt gemacht? Na, alles! Mann, die hätten Tom auch wegen dem Crystal eingesperrt. Wir wollen nur zusammen seine Familie sein. Tom liebt mich. Tom liebt dich? Er wollte mit Anne schlafen und hat sie vergewaltigt. Na, wenn, dann hat sie ihn angemacht. Nee, Lulu, Anne wollte ganz bestimmt nicht. Nicht mit Tom, das weiß ich. Was habt ihr mit Marlene gemacht? Wir hatten voll die Panik. Wir mussten
mussten ihr den Mund zu halten und Tom musste sie fesseln und... Dann habt ihr Annes Leiche weggeschafft, ja? Tom hat ein Auto geknackt. Was war mit Marleen? Tom ist dann weitergefahren und zu den Russen und hat gesagt, sie wollen sie noch ein bisschen da behalten oder irgendwie so. Quatsch. Marleen war nie bei den Russen. Das weißt du doch ganz genau, Mann. Mann, ich wusste doch nicht, dass sie was passiert. Wie bitte? Wie bitte? Wie naiv kann man eigentlich sein? Du wolltest es nicht wissen. Tom hat Marleen umgebracht, Mann. Wo ist Tom? Lulu? In der Werft? Dach. Hallo. Laura, wer ist da? Die Lenkräder sind am falschen Ende. Das macht gar keinen Sinn so. Das war ganz schön viel Post. Ja. Oh ja, Frau König. Post für Sie. Danke. Das ist ja der Hammer. Mein Schlüssel. Ach, ein herrlicher Erfinder. Ja. Das ist ja super. Da können wir Ihr Auto nehmen. Moment, ey. Was ist denn? Der Kratzer, der ist weg. Ach. Gibt's am Hof des Königs Wichtelmänner? Wir müssen. Der ist irgendwo auf dem Oberdeck. Zentrale, Booker 4. Aha. Und Frau König ist auch hier. Und geht's? Danke für den Schuss, Herr Bukow. Da nicht für. Na, Ortsfreunde. Henning, ich muss los.
Vielleicht sehen wir uns wieder. Ja, allerdings. Gerade mit Ihrem Chef gesprochen. Wir finden die Kombi ziemlich interessant. Ist auch gut, wenn die Leute vom LKA mal ein bisschen an die frische Luft kommen, nicht wahr? Aha. Übrigens, gerade eine Meldung reingekommen. Leiche auf dem Motorboot in Gilsdorf. Junger Mann, Russe, 30, dünner Bart. Hör auf. Ja, Überdosis gestern. Recht verschulden. Kann man so nicht sagen, nee. Interne Querelen wahrscheinlich. Oder Pöschel hat sie ihm heimgezahlt. Machen Sie es gut. Herr Buckhoff, warten Sie. Wo waren Sie heute Nacht? Ich war zu Hause, Frau König. Mit Ihrer Frau? Nein. Die hatte wieder Nachtschicht. Schon in Ordnung, Frau Kollegin. Ihre Körpersprache verrät mir, dass Sie dringend einen Schnaps bräuchten. Allerdings. Wollen Sie mit? Liebend gerne. Aber leider muss ich zum Baumarkt. Sie wissen ja, selbst ist der Mann. Wir sehen uns. Ja, ja. Und nächste Woche. Mann! Was hat denn der Mann? Dem geht's nicht so gut. So sieht er auch aus. Aber der Obdachlose entpuppt sich als kaltblütiger Mörder. Und der Sprengkörper? Eine Ufermine mit Druckzünder. Besonders geeignet zum Einsatz in sumpfigen Gebieten. Was steckt hinter dem Fall? Polizeiruf 110.